Starten wir, wenn es für Sie in Ordnung ist, Thema Cybersecurity im Gesundheitswesen, insbesondere in Krankenhäusern. Die Krankenhäuser sind bekanntermaßen kritische Infrastruktur. Wenn diese quasi außer Gefecht gesetzt werden, bedeutet das jetzt aus der Sicht der Zivilbevölkerung, dass unsere Kranken, unsere Verletzten nicht ordnungsmäßig versorgt werden kann, und das trifft uns in Mark und Bein. Ja, daher also rein aus einer zivilen Betrachtung deshalb schon eine kritische Infrastruktur. Das ist auch der Grund, warum das Gesundheitswesen eine der Top 3 Branchen ist für Cyberattacken. Also auf der Beliebtheitsskala ganz oben sind Bildung und Forschung, Regierungseinrichtungen und eben Krankenhäuser und das Gesundheitswesen auf der Beliebtheitsskala für Cyberattacken. Was bedeutet das? Das bedeutet, dass diese besonders oft angegriffen werden, und das heißt, dass das nicht einmal oder zweimal im Jahr passiert, sondern eigentlich eine permanente Angelegenheit ist. Also jedes Krankenhaus wehrt sich täglich oder mehrmals täglich gegen Cyberattacken. Und wenn das Krankenhaus eine gute Cybersecurity-Infrastruktur aufgebaut hat, kann sich das Krankenhaus auch erfolgreich wehren. Es passiert allerdings hin und wieder, dass diese Cybersecurity-Maßnahmen durchbrochen werden. Das ist nämlich insbesondere dann der Fall, wenn sich die Cyberkriminellen was Neues überlegt haben oder wieder eine Stufe professionalisiert haben. Also was wir aus der Praxis sehen, ist, dass sehr viel Energie gerade im Bereich Cyberkriminalität an den Tag gelegt wird, um neue Schemes zu entwickeln, komplexere Schemes zu entwickeln und noch viel stärker quasi die Sicherheitsinfrastruktur zu unterbrechen. Ich habe Ihnen hier auf dieser Slide so typische Überschriften von Medienberichterstattungen über Krankenhausattacken abgebildet. Ich will die gar nicht im Detail durchgehen, aber nur kurz anmerken in dem Zusammenhang. Nämlich links oben haben wir eine Überschrift, die besagt, dass die Cyberattacken bei deutschen Krankenhäusern um 220% in einem Jahr, nämlich vom Jahr 2020 auf 2021 gestiegen sind. Und Sie dürfen davon ausgehen, dass sich diese Tendenz nach oben verstärkt hat seit dem Jahr 2021. Also wie schon gesagt, die kritische Infrastruktur ist mehr und mehr unter Beschuss, wenn man so möchte. Und ich werde dann auch noch erläutern, warum das so ist. Das Problem, was ist das Problem? Das Problem ist ganz klar, die Versorgung wird bei einem Cyberangriff, bei einem erfolgten Cyberangriff unterbrochen. Das Problem ist, dass Daten verloren gehen, wesentliche Daten, relevante, kritische Daten, dass Daten aber auch missbräuchlich verwendet werden und oder verkauft werden, im Darknet zum Beispiel. Also Barcelona Klinik, die wurde im Jahr 2023, in diesem Jahr im März gehackt, und Personaldaten von der Klinik fanden sich dann im Darknet. Das heißt, sowas wie Adressen, Telefonnummern, Sozialversicherungsnummern und natürlich auch die Bankkonten. Gott sei Dank wurde in dem Fall nicht veröffentlicht die persönlichen Daten der Kranken sozusagen, weil das war eine ursprüngliche Drohung, dass sie insbesondere Personen mit infektiösen Krankheiten veröffentlichen wurden, haben sie damals nicht gemacht. Die Professionalisierung steigt, das sehen wir. Ich möchte Ihnen das auch kurz sehr plakativ an E-Mails zeigen, an E-Mail-Screenshots, die Sie sicher alle schon einmal gesehen haben und selbst erlebt haben, aber nur damit man auch sieht, wie sich das entwickelt hat. So typische E-Mail der ersten Generation, ich gehe davon aus, dass Sie das alle schon mal auch erhalten haben, wo Ihnen ein gutmeinender Mensch also nahelegt, Sie mögen bitte Ihre Bankkontendaten zur Verfügung stellen, und wenn Sie das tun, dann wird Ihnen die Millionen überweisen. Ja. Also das sind so E-Mails, die halt vor ein paar Jahren die Runde gemacht haben und die man auch mit gesundem Menschenverstand sozusagen als Fake erkennen konnte und damit dann auch abdisponieren, entweder löschen oder bestenfalls dann auch in Ihrer Sicherheitsabteilung, in Ihrer Organisation zu melden, damit die einfach in den Spam-Folder landen und gar nicht mehr zu Ihnen durchdringen. Die zweite Generation ist dann schon durchaus komplexer. Das ist zum Beispiel ein Beispiel, wie wir es erhalten haben, wo Ihnen angeblich, weiß nicht, ob Sie es lesen können, aber iTunes mitteilt, dass Ihre Mitgliedschaft bei Netflix gekündigt wird.
Das kann man sich sagen, wenn man sich ein bisschen auskennt, was hat jetzt iTunes mit Netflix zu tun und warum soll sich Netflix von den Kunden trennen? Das macht ja irgendwie aus Business-Sicht überhaupt keinen Sinn. Aber anderwertig können Sie bei diesem E-Mail gar nicht erkennen, dass das ein Fake ist. Ja? Also das ist schon wesentlich komplexer. Und dann gibt es die neue Generation, die Sie sicher auch schon alle kennen. Also wir erhalten die immer wieder und melden die dann, damit die gesperrt werden. Da schickt Ihnen Microsoft quasi, oder vornehmlich Microsoft, eine Wahrnehmung. Eigentlich ein sehr netter Dienst. Achtung, es gab eine unübliche Transaktion. Ja. Sie erkennen es nicht, dass das ein Fake ist. Wenn Sie Glück haben, sehen Sie bei der E-Mail-Adresse, wenn Sie schauen, wenn Sie nämlich mit dem Cursor drüber fahren, dass es so kleine Buchstabendreher gibt, aber wenn Sie das so, wenn Sie einfach draufschauen, erkennen Sie nicht, dass das ein Fake ist. Und das ist halt die Gefahr. Ja. Also jetzt ganz praktisch, wenn Sie so eine E-Mail sehen, bitte niemals auf irgendwelche blauen oder roten Felder drücken. Das ist ein No-Go, sondern immer schön auf die Website gehen, wenn Sie denken, es könnte was dran sein, Website von Microsoft, und schauen Sie dort nach, ob es quasi tatsächlich eine unübliche Transaktion gab. Was passiert, wenn Sie jetzt doch auf diesen blauen Knopf drücken, ja, oder auf dieses blaue Feld, oder was kann passieren? Es kann passieren, dass Sie damit die Berechtigung erteilen, dem Cyberkriminellen quasi in Ihre IT-Infrastruktur einzudringen. Ja, und was passiert dann? Es kann sein, dass Sie mal augenscheinlich gar nichts erleben, dass gar nichts passiert, monatelang, weil der Cyberkriminelle mal damit den Zugang geschaffen hat und sie dann umschauen kann, quasi gemütlich durch ihre virtuelle Welt marschieren, Daten erfassen, Daten kennenlernen, schauen, was sie da überhaupt zu bieten haben und sich dann zu überlegen, ob sie jetzt eine Attacke auszahlt. Ja, eine Attacke im Hinblick darauf, dass er ihre quasi IT-Landschaft gefangen nimmt, ja, und gegen Lösegeld freigibt, oder dass er Daten abzieht, oder sie, kann auch sie sein, gendergerecht, und diese Daten dann eben verkauft, ja, also im Darknet, was man immer wieder sieht. Diese schon angesprochene Professionalisierung bedeutet, dass wir uns aus einer Cybersecurity-Sicht nicht quasi zurücklehnen dürfen. Also Cybersecurity ist nicht ein Einmalereignis, eine einmalige Angelegenheit, diese zu installieren und dann zu sagen, so, das war's, jetzt bin ich sicher, sondern Cybersecurity ist, wie vieles in einer Organisation, ein laufender Prozess. Etwas, mit dem man sich immer wieder auseinandersetzen muss und immer wieder optimieren muss. Wie gesagt, die Cyberkriminellen lernen derzeit sehr schnell, sind wahnsinnig erfindungsreich, und da muss dagegen gehalten werden. Wir machen gemeinsam mit dem SORA-Institut einmal pro Jahr eine Cybersecurity-Studie und veröffentlichen dann einen entsprechenden Bericht dazu. In dieser Cybersecurity-Studie befragen wir österreichische große und mittelgroße Unternehmen über ihre Erfahrungen rund um Cyberattacken. Und auch hier sieht man die Professionalisierung. Ich darf einmal mit der guten Nachricht beginnen. Die Anzahl der Cyberattacken hat sich von 2022 auf Mitte 2023 nur marginal verändert. Wir sehen hier einen Anstieg von 5 Prozentpunkten. Das ist nur alles im Rahmen. Das ist eine normale Schwankung, wenn man möchte. Aber da, wo es jetzt kritisch wird und wo es ein Problem wird, ist, dass diese Cyberattacken eine viel höhere Schlagkraft haben als noch vor einem Jahr. Die Schadensintensität hat massiv zugenommen. Im Jahr 2022 konnten rund 3/4 der Angriffe abgewehrt werden. 76% haben wir hier angeführt. Im Jahr 2023 bis dato waren es nur noch 41%. Und auch das Wiederherstellen von Daten, die quasi durch einen Cyberangriff korrumpiert wurden, ist wesentlich schwerer geworden. Das war im letzten Jahr noch zu 60% möglich, heuer sind es auch nur noch 40% oder 41%. Also wir müssen sozusagen, verzeihen Sie mir die Militärsprache, aber wir müssen aufrüsten, um quasi hier nicht abgehängt werden und überrollt zu werden von cyberkriminellen Aktivitäten. Ein Grund, warum das jetzt gerade so zugenommen hat, ist definitiv aussagegemäß auch der Ukraine-Krieg. Teil des Ukraine-Kriegs ist auch die virtuelle Kriegsführung, wenn man so möchte. Entweder durch direkte Angriffe auf Unternehmen und Organisationen oder sozusagen als Collateral Damage, wenn man so möchte. Ja, so als Cyber-Querschuss, wenn man das so benennen möchte. Was uns da erstaunt, und deswegen wollen wir das jetzt quasi hier zum Thema machen und auch nochmal aufrütteln, ist, die Unternehmen haben das erkannt,
Sie haben aber bis dato im Jahr 2023 noch nicht die entsprechenden Maßnahmen ergriffen. Das heißt, wir sehen zwar gewisse Mehrinvestitionen rund um die Sicherung der Lieferketten, die für uns hier genauso relevant ist, und auch gewisse Investitionen in die Cybersecurity, aber ein Grund, warum wir eben eine Verschlechterung der Zahlen erleben, ist, weil man zwar das Risiko erkannt hat, aber noch nicht in die Lösung investiert hat. So, jetzt habe ich, glaube ich, genug von den Problemen erzählt. Jetzt würde ich ganz gerne mal zu den Lösungen kommen und da übergebe ich an den Kollegen Herrn Geiger. Dankeschön. Genau, es gibt ja auch positive Nachrichten. Also es gibt Lösungen und es gibt auch Maßnahmen, die man umsetzen kann in der Organisation, um sich eben besser oder besser gewappnet zu sein vor solchen Angriffen. Und dazu haben wir drei Themenschwerpunkte, drei Fokusthemen ausgearbeitet, in die Organisationen investieren sollten bzw. müssen. Und als erstes haben wir die Vorsorge, also präventive Maßnahmen, sei es technischer oder organisatorischer Natur, in die eben investiert werden sollte, damit es in erster Instanz gar nicht zu einem Cyberangriff kommt. Wir haben gesehen, letztes Jahr, übrigens bei unserer Studie, ist auch der Großteil, sage ich mal, wo sich die Unternehmen bewegen, in diesem präventiven Feld. Es reicht leider nicht aus und das führt zum nächsten Punkt, nämlich dem Entdecken. Christa hat schon erzählt oder erwähnt, das sind wirklich hochprofessionalisierte Organisationen, die teilweise monatelang im Stealth-Modus im Netzwerk unterwegs sind. Also die studieren das Netz, die analysieren es und die kennen es teilweise besser als sie selbst. Also es sind wirklich hochgradig professionelle Organisationen dahinter. Und deswegen solche Angriffe rechtzeitig entdecken zu können, ist wirklich sehr, sehr wichtig. Und der letzte Punkt, reagieren, die Reaktion. Die hundertprozentige Sicherheit gibt es nicht. Also passieren kann wirklich immer etwas. Und da ist es wichtig, vor allem, wenn einmal etwas passiert, vorbereitet zu sein und wirklich auch rechtzeitig und koordiniert reagieren zu können. Und basierend auf diesen drei Themenschwerpunkten haben wir konkrete 5 Handlungsempfehlungen ausgearbeitet, auf die ich auch nochmal näher eingehen will. Als erstes Infrastruktur und Technik. Sorgen Sie für eine sichere Infrastruktur. Dazu gehört in erster Linie zu schauen, dass die Systeme aktuell gehalten sind. Dazu gehört aber ebenfalls auch zu schauen, dass keine Schwachstellen sind. Und es gehört auch das regelmäßige Überprüfen dazu. Also regelmäßig zu testen, ob wirklich alles so konfiguriert, aufgestellt ist, wie es sein sollte. Und auch eins, das zählt übrigens nicht nur für die Infrastruktur, also die IT-Infrastruktur, sondern auch für die physische. Auch die gehört regelmäßig getestet. Haben wir übrigens ein ganz witziges Beispiel, also ich glaube mir gar nicht, mit was für ausgefeilten Methoden und Tools man eigentlich so einen Angriff durchführen kann. Eine Gießkanne. Jetzt denken sich einige, Gießkanne, Cyberangriffe, wo ist da der Zusammenhang? Also ganz spannend, wir haben dafür einen Kunden eben so einen physischen Test durchgeführt, wo eine Kollegin von uns als Gärtnerin verkleidet mit der Gießkanne hingegangen ist, bei der Rezeption gemeldet, gesagt, ja, sie ist vom externen Dienstleister, ist da fürs Blumengießen, erster Tag, hat ihren Ausweis vergessen, sie braucht bitte die Zugänge. Ich glaube 10 Minuten waren es, 15, war es im Serverkammer drin. Erschreckend. Sichern Sie Ihre Infrastruktur, sei es in der IT, sei es aber auch physisch. Fachkräfte suchen und halten. Ich glaube, dieser Fachkräftemangel, habe einige andere Vorträge sind ja, beschäftigen sich auch mit diesem Thema, Ärztemangel oder Mangel auch im Pflegepersonal, natürlich auch in der Cybersecurity. Also ohne dediziertes Personal geht es nicht mehr. Deswegen vor allem Fachkräfte suchen. Und was wir immer unterstreichen wollen, ist auch das Fachkräfte halten. Also wir haben erlebt, zum Beispiel bei uns, bei Kunden, wo ganze Security-Teams wirklich aggressiv abgeworben wurden, wo ganze Teams abgewandert sind. Also reden wir davon, dass da wirklich 7, 8 Leute von einer Organisation zur anderen gewandert sind. Also gerade das Halten auch sehr, sehr wichtig. Die dritte Handlungsempfehlung, die Detektion, schon vorhin kurz erwähnt, eben detektieren, dass Sie in Lösungen und Tools investieren, damit Sie rechtzeitig überhaupt diese Angriffe erkennen können. Und auch da unterstützen wir beispielsweise Kunden, da gibt es auch ganz spannende Methoden, wie sowas gemacht werden kann. Beispielsweise Honeypot, vielleicht sagt das dem einen oder anderen etwas. Da simuliert man eigentlich so ein bisschen die eigene Infrastruktur, macht es auch absichtlich ein bisschen unsicherer. Und über das freuen sich natürlich die Angreifer. Weil die denken sich, na lässig, da tobe ich mich jetzt aus. Und was die aber nicht wissen ist, dass wir sie dabei beobachten.
Das ist natürlich ganz interessant, weil man da wirklich diese ganzen Techniken und Taktiken sieht, wie diese Angreifer eben sich von System zu System herumhantieren, welche Maßnahmen, welche Aktivitäten die durchführen, wie die vorgehen und agieren. Und natürlich diese Insights nutzt man, um dann rechtzeitig reagieren zu können oder generell, um sowas dann auch in Zukunft verhindern zu können. Also deswegen Handlungsempfehlung, investieren Sie eben in diese detektiven Maßnahmen oder schauen Sie, dass in der Organisation diese detektiven Maßnahmen vorhanden sind. Lieferketten absichern, der vierte Punkt. Wir leben in einer vernetzten Welt, das ist nicht nur privat, also mit Instagram, TikTok, Facebook und was es alles gibt, LinkedIn, ja, sondern auch Unternehmen sind vernetzter denn je. Jede Organisation hat teilweise Cloud-Architekturen implementiert oder greift auf Cloud-Lösungen zu, genauso Homeoffice, aber auch externe Partner, die von Remote zugreifen auf die eigene Infrastruktur. Also diesen klassischen Security-Perimeter, den gibt es nicht mehr. Das ist meine IT, das ist die Welt außen. Das ist nicht mehr so. Deswegen ganz, ganz wichtig, auch bei den externen Partnern, auch bei den externen Lieferketten sozusagen, also bei den Lieferketten, achten Sie auf die Sicherheit, ganz, ganz wichtig. Und auch beispielsweise mit Daten, es nützt nichts, wenn mein Unternehmen in puncto Sicherheit top aufgestellt ist, ich aber sensible Daten irgendwo ausgelagert habe und dort aber nicht auf die Sicherheit geachtet wird. Weil dann wird der Angreifer halt dort zu den Daten kommen. Und last but not least und auch ganz, ganz wichtiges Thema ist eben dieses Notfall und die Krisenpläne. Also im Notfall gut aufgestellt zu sein, ganz klar definierte Rollen und Verantwortlichkeiten, ganz klare Befugnisse, ja, das ist wirklich entscheidend im Krisenfall, wirklich, und wir haben die Zeitungsartikel gesehen, teilweise fast über Leben oder Tod, jetzt fast gar nicht sprichwörtlich, sondern wirklich. Und gerade in diese Notfall- und Krisenpläne zu investieren, ist wirklich, wirklich wichtig. Weil am Ende entscheidet das, ob man dann selbst in der Zeitung steht oder nicht. Und was nämlich auch spannend ist, man kennt sie eigentlich schon aus der Schulzeit beispielsweise, die Brandschutzübung, ja, man meistens natürlich, wenn es regnet, das wäre der Klassiker, aber vor einem Gebäude versammelt und man spielt das einmal im Jahr durch. Aber Hand aufs Herz, wie viele spielen das im Cyberumfeld durch? Auch da wieder letztes Jahr unsere Studie gezeigt, nur eins von fünf Unternehmen hat so einen Cyber-Notfallplan oder Krisenübung durchgespielt und etabliert. Oder anders ausgedrückt, 4 von 5 Organisationen sind nicht vorbereitet im Ernstfall. Ich darf zusammenfassen, die Art der Angriffe werden immer professioneller, also die Angriffe werden immer fortgeschrittener, was auch dazu führt, dass der Impact immer größer wird. Also auch, dass der Schadensausmaß wird immer höher. Reaktion, auch hier leider gesehen, basierend auf den Zahlen, es wird leider viel zu wenig in diesen Bereich investiert. Also es beherrscht großen Investitionsbedarf im Bereich Cyber. Und wie gesagt, das Positive, es gibt Tools, es gibt Lösungen und es gibt eben, wie gesagt, also es gibt Antworten auf diese aktuellen Herausforderungen in der Cyberwelt. Und deswegen können wir wirklich nur das nicht oft genug so ein bisschen ins Gewissen reden. Sorgen Sie für Sicherheit in Ihrer Organisation. Wird sich bezahlt machen. Und zu guter Letzt, zum Nachlesen, eben wie schon erwähnt, unsere Cyber Security Studie gemeinsam mit der SORA, können Sie alles nachlesen und auch gerne können Sie uns natürlich zu jeglichen Fragen direkt kontaktieren. Vielen, vielen Dank.